Schule Eltern und Kinder. Mein Name ist Heidi. Und mein Name ist Marco. Wir freuen uns, Ihnen heute unsere Schule zu zeigen. Bitte kommen Sie mit. Die Mittelschule Sacré-Cœur hat 12 Klassen. Heuer führen wir erstmals eine Eintrittsklasse. Jedes Jahr kommt eine neue dazu. Ja, jetzt wird doch das Buch gefunden. Hier haben 24 Schülerinnen und Schüler Platz. Alle unsere Klassen- und Gruppenräume sind mit PC und Beamer ausgestattet. Wir haben 5 Gruppenräume, damit wir nach Leistungsniveau differenzieren und verraten können. Hier steht das Ding in Form eines Verbes. Werde zur Nominalisierung noch Probleme verbringen. In diesem Edeforum hat eine halbe Klasse Platz. Ab der ersten Klasse haben wir je eine Stunde digitale Grundbildung. Wir sagen aber DGB dazu. Wir benutzen den Computer auch nach Förderstunden in Deutsch oder Englisch. Im großen Edeforum hat eine ganze Klasse Platz. Hier wird der Umgang mit dem PC und dem Internet gelernt. Jeder von uns hat einen eigenen Zugang und Passwort, um unsere Arbeiten zu speichern. In der Bibliothek gibt es eine große Anzahl an Jugend- und Sachbüchern. Hier können wir uns am Nachmittag mit einem Buch zurückziehen, wenn wir Ruhe wollen. Es gibt aber auch einen Boxsack, falls jemand seine Energie abbauen will. Im Bewegungsraum können wir uns nach der Hausübung austoben. Zum Turnen gehen wir aber ins Gymnasium. Hier gibt es tolle Sportanlagen im Freien. Ein weiterer Turnsaal befindet sich in der Fasanengasse. Wir haben einen Textil- und einen technischen Werkunterricht. Wir arbeiten mit Stoffen, Filzen oder stellen die Kostüme für unsere Musicals her. Im technischen Werkraum wird gebohrt und gehämmert. Hier ist Sicherheit Vorrat. Unser Festsaal. Hier finden Adventkonzerte und tolle Musicals statt, bei denen alle mitmachen. Auch unsere vierten Klassen verabschieden sich hier am Ende ihrer Mittelschulzeit von Lehrkräften und Mitschülern. Hier ist unser gemütliches Kellerstübchen. Unser Mittagessen wird frisch gekocht, angeliefert und bei uns erhitzt. Es gibt ein Salatbuffet und auch schweinefleischfreies oder vegetarisches Essen. Als Nachspeise gibt es Obst, Kompott oder auch mal Schokoladenmus oder Pudding. Im Spielerraum verbringen wir aber auch die Mittagspause bei Regen oder Kälte. Unsere Kapelle befindet sich im vorletzten Stock. Hier finden Messen oder auch Feiern statt. Das war der Rundgang unserer Schule. Wir hoffen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen.